Hallo und herzlich willkommen zurück auf OCInsight.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma AceRock das neue Z97 Riptide Wi-Fi Mainboard. Das ist aus der Phantom Gaming Serie und das ist ein Z97 Refresh Mainboard, so nennt sich das. Und zwar sind jetzt heute die neuen Prozessoren von der Firma Intel rausgekommen. Das sind die Raptor Lake Refresh Prozessoren, wovon jetzt der Core i9 Prozessor mittlerweile 6 GHz bekommen hat und der Core i7 ist auch um einiges schneller geworden mit 200 MHz mehr und einigen Kernen mehr. Fangen wir diesmal mit dem Zubehör an, was enthalten ist. Wir haben das Manual mit enthalten im Lieferumfang, das ist ganz gut gemacht, kann man gut lesen. Dann haben wir eine Keycap, Phantom Gaming Keycap. Dann gibt es ein Verteilerkabel für adressierbare RGB-Beleuchtung. Drei können dann an einen einfachen Anschluss angeschlossen werden. Dazu gibt es noch zwei SATA-Kabel, einmal abgewinkelt, einmal gerade. Und dann haben wir hier eine Antenne mit Lieferumfang enthalten. Die Antenne ist für Wi-Fi und Wi-Fi ist jetzt mittlerweile bei den neuen Refresh-Mainboards nicht nur eine Wi-Fi 4, 5 und 6 Unterstützung, sondern jetzt auch Wi-Fi 7. Das geht von 2,4 GHz über 5 GHz bis hin zu 6 GHz WLAN. Ebenfalls enthalten ist ein kleiner Temperatursensor. Da zeigen wir auch gleich nochmal, wo der auf dem Mainboard angeschlossen wird. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Mainboard. Das hier ist das Mainboard, das neue. Und hier hat sich ASRock mal wieder richtig Mühe gegeben und hat die ganze Kühlerstruktur neu entwickelt und neu designt. Sieht ganz schick aus und ist auch wirklich funktionell doch noch um einiges besser geworden als vorher. Man hat ein bisschen was drüber nachgedacht, wie kann man die M2-Slots am besten unterbringen auf dem Mainboard. Und so haben sie es hinbekommen, dass sie hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 M2-Slots untergebracht haben, wovon einer PCI Express Gen 5 ist. Und PCI Express Gen 5 ist mittlerweile die schnellste Übertragungsart. Und was hier ganz interessant ist, man kann hier mit einem kleinen Hebel den Kühler lösen, dann zieht man den nach hinten ab und hat den in der Hand. Die Schutzfolie muss natürlich wieder abgemacht werden. Ja, dann kann man eine M2-SSD einsetzen. Die wird einfach hier eingesteckt. Dann muss man hier darauf achten, dass da ist so eine kleine Nase, die muss man da längs machen. Und dann kann man das umklappen und schon hält die M2-SSD. Dann, wie gesagt, die Folie abmachen, mache ich jetzt gerade mal nicht. Und dann setzen wir das Ganze wieder auf und kann das dementsprechend verwenden. Das heißt, wir haben es endlich mal eine schraubenlose M2-Slot-Montage. Und ja, das hier übrigens die neue PCI Express Gen 5 SSD von Crucial, die T700. Die hatten wir ja schon im Test auf OCInsight.de mit irrsinnigen Geschwindigkeiten. Gut, in einem Jahr sind wir nicht mehr irrsinnig, aber egal, schnell. Jo, und dann kann man das hier wieder aufsetzen und Klammer drücken und schon ist das wieder fest. Ja, die anderen werden normal mit Schrauben abgemacht, was aber auch gut gelöst wurde, ist, man sieht ja hier, das sieht aus wie ein großer Kühler. Das ist nicht ein Kühlkörper, sondern es sind halt eben insgesamt 1, 2, 3 unterschiedliche Kühlkörper, wobei der Chipsatzkühlkörper nicht mehr abgenommen wird, sondern er bleibt drauf. Und man kann jetzt die M2-Slots jeweils die Kühlkörper davon abnehmen und dann die SSD aufsetzen. Denn vor allen Dingen die T700 SSD hier, die gibt es auch mit einem Kühlkörper drauf. Wenn man die hat und möchte dann halt eben die auf dem M2-Slot setzen, dann wäre es natürlich unpraktisch, wenn man den Chipsatzkühler nicht mehr aufsetzen kann, denn der Kühler bleibt dann ja weg. Jo, kommen wir weiter zu den Slots, die wir hier so haben. Wir haben hier noch zwei PCI Express Slots. Einmal der Gen 5. Dann haben wir hier noch einen kurzen PCI Express Slot. Und es gibt hier den LGA 1700 Socket. Der ist gleich geblieben, Gott sei Dank. Das heißt also, wir haben auch bei den Raptor Lake Refresh CPUs den gleichen LGA 1700 Socket.
Vier DDR5-Module können eingesetzt werden. Dann gibt es hier noch einen interessanten Anschluss. Das ist der USB 3.2 Gen 2 X2 Frontpanel-Anschluss sowie der normale USB 3 Frontpanel-Anschluss. Wir haben insgesamt 8 SATA-Ports, das heißt also 8 SATA-SSDs können angeschlossen werden. Teilweise sind sie shared mit den M2-SSDs, aber das kennen wir ja schon bei anderen Mainboards. Dann gibt es hier insgesamt 1, 2, 3 adressierbare RGB-Beleuchtungen, 5 Volt, eine mit 12 Volt, eine normale RGB-Beleuchtung. Und hier unten, das hier ist der Anschluss für den externen Temperatursensor. Dann wurde hier das Wi-Fi-Modul bereits aufgesteckt und das Wi-Fi-Modul benötigt, wie gesagt, die Antenne. Und da finden wir hier auf dem I/O-Panel die Anschlussmöglichkeit der Antenne, die jetzt eben mit 2,4 GHz, 5 GHz und jetzt auch 6 GHz Wi-Fi 7 Unterstützung hat. Dann haben wir hier einen HDMI-Anschluss, DisplayPort. Ganz interessant ist, auf der Rückseite des Mainboards gibt es noch einen weiteren DisplayPort-Anschluss. Und zwar ist das ein Embedded, also EDP-Port, ein Embedded DisplayPort. Wenn man im Gehäuse einen Monitor zum Beispiel montieren möchte, ist auch ganz nett. Dann gibt es zwei USB 2.0 Ports, zwei USB 3.2 Gen 1 und zwei USB 3.2 Gen 2 Ports mit 10 Gigabit pro Sekunde und wir haben hier einen USB Typ C Anschluss. Das ist allerdings nur USB 3.2 Gen 1, das heißt also mit 5 Gigabit pro Sekunde. Dann gibt es einen 2,5 Gigabit pro Sekunde LAN-Port und nochmal zwei Gaming-Ports USB 3.2 Gen 1. Dazu gibt es noch drei Anschlüsse für 3,5 mm Klinke, Audio, ja. Und wie das Mainboard abschneidet, das zeigen wir dann natürlich im Test auf OCInside.de und wünschen schon jetzt viel Spaß und bitte unbedingt dran denken, den OCInside Channel zu abonnieren, damit man auch weiterhin über neue Videos informiert wird. Wir sagen schon jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!